herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Canon Academy Radio, dem Podcast der Canon Academy. Mit Talks und Tipps rund um die Themen Fotografie und Video, präsentiert von unserem Moderatorenteam Olaf Franke und Mustafa Morad. Willkommen! Habt ihr uns schon vermisst? Wir hoffen noch sehr, denn diesmal kommt der Podcast einige Tage zu spät, aber wir versprechen euch, wir machen das wieder gut. Dann gibt es an den folgenden 4 Tagen zum Ausgleich jetzt sozusagen jeweils eine neue Podcast-Folge. Genau, und zwar mit brandaktuellen Informationen und Gesprächen vom Messegelände in Hamburg. Denn es ist zum 3. Mal Fotopia-Zeit. Und wie heißt es so schön im Pressetext? Es ist das Festivalerlebnis für alle, deren Business, Hobby oder Leidenschaft das Filmen oder Fotografieren ist. Und dort findet ihr uns natürlich auf dem Canon-Stand in der sogenannten Add-on-Arena. Das aufgebaute, nennen wir es mal, Couch-Szenario bietet für uns den perfekten Platz für Aufnahme von Interviews, Podcasts und Livestreams. Zu uns kommen zahlreiche Experten und Kreative vor das Mikrofon und teilen ihre Erfahrungen mit der Fotografie und dem Film mit uns, mit Canon und natürlich dann auch mit euch. So erwarten wir heute unter anderem Alexander Hassenstein, Lorenz Holder sowie Carmen und Ingo. Aber auch viele weitere kennen Botschafter, unsere sogenannten Ambassadore, werden in den nächsten Messetagen bei uns vorbeischauen. So können all diejenigen, die es nicht zur Messe nach Hamburg geschafft haben, einen kleinen Eindruck über das umfangreiche Canon-Programm mit zahlreichen Vorträgen erhalten. Und zu einem bin ich mir sehr sicher, das wird sehr, sehr gut. Das glaube ich auch. Ja, und zur Einstimmung möchten wir euch einen kurzen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten und vor allen Dingen den Messestand, eigentlich müsste man sagen, der Messehalle von Canon auf der diesjährigen Fotopia geben und euch vielleicht motivieren, vielleicht dieses Jahr noch vorbeizuschauen, aber auf jeden Fall fürs nächste Jahr in den Kalender einzutragen, hier auf dem Canon-Stand auf der Fotopia vorbeizuschauen, denn es gibt hier wirklich unglaublich viel zu sehen, anzufassen und auszuprobieren. So haben wir beispielsweise den sogenannten Makro-Container, ein Atelier an Farben, kann man eigentlich sagen. Die Einrichtung ist eine Nachbildung eines Künstlerateliers, in dem spannende Experimente mit magnetischer Flüssigkeit gezeigt werden. Die können natürlich auch fotografiert werden oder so haben wir auch die Experience Bar. Auch da ist ein Fotopunkt eingerichtet. Auf der Terrasse über dem Makro-Container ist eine Bar installiert und dort kann man die Bewegungen des Barkeepers filmen und fotografieren, während er schüttelt, einschenkt, Kaffeespezialitäten kreiert und Cocktails serviert. Und dann haben wir auch noch die Teleterrasse. Da können die Besucher und Besucherinnen nach Herzenslust die Super-Tele-Objektive von Canon ausprobieren. Ganz genau. Und die Expert-Bar für Foto und Videografie bietet euch, wie in den Vorjahren, auch die Möglichkeit, nahezu alle Canon-Produkte selbst auszuprobieren, in die Hand zu nehmen und vor allen Dingen die Canon-Experten auszufragen, wenn da Fragen sind. Dort findet ihr kompetente Antworten auf eure Fragen. Dann haben wir noch den Print-Counter, Mustafa. Was passiert da? Da wird gedruckt. Genau, also da habt ihr Gelegenheit ergreifen, euer Lieblingsbild auszudrucken und dann auch mit nach Hause zu nehmen. Und wir sorgen natürlich auch für Sauberkeit, nicht auf dem Messestand, sondern auf euren Sensoren von der Kamera. Check and Clean ist nämlich dabei, kostenlos, kurze Anmeldung ist erforderlich, funktioniert online auf der Webseite der Canon Academy, gibt es einen entsprechenden Link, könnt ihr auch natürlich von hier aus auch ausfüllen und dann direkt eure Kamera reinigen lassen. Ja, und dann haben wir noch die Rental Station oder Station und da habt ihr die Möglichkeit, Canon Equipment kostenlos auszuleihen und auszuprobieren. Genau, ich glaube, die geben es für eine Stunde, kannst du dann damit auf der Messe hier rummarschieren. Ganz genau. Und hier kommt schon unser erster Gast. Schön, dass du da bist, Alexander. Hallo. Ja, nicht nur die eifrigen Zuhörer unseres Podcasts kennen dich und schätzen dich vor allen Dingen. Auch diejenigen, die andere Canon-Kanäle nutzen, kennen dich als Sportfotografen und da hauptsächlich im Bereich der... Warum kennen Sie mich nicht als Menschen? Als Fußballfotograf kennen sie dich auch. Als Menschen kennen sie dich natürlich auch. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Allianz Arena in München ist sozusagen dein zweites Zuhause. Aber diesmal warst du auf Abwägen. Du warst auf Abwegen? Nein, nicht und auf Abwegen. Ich war auf schönen Wegen. Doch, ja. Auf richtig schönen Wegen. 3.500 Kilometer durch Spanien. 3.500 Kilometer durch Spanien. Unglaublich schön.
La Vuelta ist das Straßenrennen, das du begleitet hast. Und darüber wollen wir mit dir heute so ein bisschen reden. Gerne. Über die fotografischen, aber auch über die menschlichen Herausforderungen, die sich da an einstellen. Man ist ja da wahnsinnig lange unterwegs und da ergeben sich bestimmt die eine oder andere interessante Situation. Ich möchte ganz kurz, wenn ihr mir erlaubt, ganz kurz erklären. La Vuelta ist ein Radrennen, was durch Spanien hält. 3.500 Kilometer, beginnt in Barcelona, endet in Madrid. Nennt man eine Grand Tour. Es gibt drei Grand Touren, den Giro d'Italia und die Tour de France und die La Vuelta. Also drei große Radrennen. Ich habe noch nie in meinem Leben, doch, ich habe mal irgendwann Jan Ulrich, den ich immer noch, mit dem ich noch eine ganz gute Freundschaft pflege, fotografiert. Aber sonst war es ganz neu und es war unglaublich faszinierend. Und sag doch, auf Abwegen. Auf Radwegen. Bleiben wir bei den Radwegen. Bleiben wir auf den Radwegen. Ja, abwegig war es, weil wir jede Nacht, ich war 28 Tage unterwegs in 24 verschiedenen Hotels. Das war schon sehr, sehr verrückt. Da war die Fotografie noch das Einfachste. Das sage ich euch. Wie fotografiert man denn eigentlich so eine Veranstaltung, wo man so lange viel Equipment mit herumschleppen muss? Noch nicht mal das Fotografieren, verspreche ich euch, war das Einfachste und das Schönste natürlich. Mhm. Aber wisst ihr, Akkus zu laden, ist schon mal schwierig. Weißt du, wenn du kommst bist zurück im Hotel, 21, 22 Uhr, dann lädst du ungefähr 4 oder 6 Akkus. Zwei Kameras, wir mussten alles aus der Kamera senden, aus meinen R3s. Jegliche Bilder wurden gesendet. Ich habe 46 Gigabyte innerhalb von 28 Tagen. Wer kann rechnen, 2 Gigabyte pro Tag verschickt an digitalen Bildern, an Mobildaten. Und dann bist du 22 Uhr im Hotel und verlässt das Hotel, weiß ich nicht, um 8 oder sowas. Das sind 10 Stunden und ein Akku lädt 2-3 Stunden. Ja, und dann habe ich mir nachts einen Wecker manchmal gestellt und habe den einfach rausgewankt, habe die Akkus getauscht und weitergeschlafen. Ja. Das waren also kleine Probleme, die ich überhaupt nicht kannte. Hätte man natürlich wissen müssen, 2 Ladegeräte mitnehmen. Aber hast du wieder zu viel Gepäck. Ja? Solche kleinen Dinge, und die lernt man, und die sind so charmant, da machen wir uns um andere Sachen gar keine Probleme, um Licht und so weiter. Das war das zweite Problem oder das größere Problem, aber haben wir alles gepackt. Ja. Bist du denn dort vor Ort unterwegs? Bist du da irgendwie auf dem Motorrad unterwegs oder an der Strecke? Teils, teils. Also es war alles neu für mich. Motorrad ist wahnsinnig schwierig. Okay. Ich erzähl mal kurz, wie ein Tag ablauf lief. Radrennen beginnen immer so gegen 10 um 11 frühmorgens. Das heißt, wir haben dann, es gibt 21 Etappen. Also 21 Mal wurde von einem Ort 396 Städte und Gemeinden wurden durchquert in 3.200 Kilometern. Und frühmorgens kommen die Radfahrer zusammen zum Start gegen 11. Dann gibt es einen offiziellen Startschuss, dann fahren sie alle los. Und da haben wir schon vorher Porträts gemacht, wie sie sich unterhalten, wie sie präsentiert wurden. Manchmal haben sie dann die neuen Trikots angehabt. Also dieses, was man halt einfach davor macht. Rennstart. Bleiben wir mal dabei, einfach 11 Uhr oder 12 Uhr. Dann fahren die Radfahrer 4-5 Stunden zum anderen Ort. Wir sind 2 Fotografen gewesen. Mein Kollege ist mit dem Motorrad mitgefahren. Das heißt, wir haben auch einen Motorradfahrer. Also wir waren ein Team von 3 Menschen, die für Getty Images gearbeitet haben. Mein Kollege, der Fotograf, ich, der Motorradfahrer. Und dann haben wir, weil es war für mich neu, ich bin 2-mal auf dem Motorrad nur gefahren, weil das für mich wahnsinnig neu ist. Und Motorrad ist unglaublich schwer. Du kannst nicht einfach überholen, das war alles, wie gesagt, ich erzähle euch die Fotografie, Linsen und sonst was, das war alles ganz einfach. Aber diese Logistik, so, dann haben wir fotografiert, vor dem Start oder während dem Start, erste Startbilder, noch Weitwinkel und sonst was. Und dann sind die quer durchs Land gefahren und ich bin nebenher gefahren. Mit einem Auto? Mit meinem Auto, mit unserem Auto. Alternativstrecken. Um dann, die natürlich, und Leute, ihr wisst, wer schon mal in Spanien war, ist jetzt nicht unbedingt leer, das Land, im Sommer, Spätsommer. Und dann auch noch La Vuelta und dann auch noch gesperrt und dann auch noch irgendwelche Umwege fahren und dann auch noch in der Zeit und dann auch noch Polizei, die nicht immer unbedingt hilfsbereit sind und sonst was. Ja. Und dann musste ich im Ziel sein, rechtzeitig, um dann das Zielfoto zu machen. Ja, und vor allen Dingen vor allen anderen. Das ist ja die besondere Herausforderung. Das ist ja mit den Absprachen. Ich war nicht übrigens der einzige Fotograf. Da gibt es ja auch noch Fernsehen und Radio und Schreiben. Und die waren alle die Wege. Und alle Autos und alle hinfahren und alle zurückfahren. Und dann hast du doch dein Gepäck im Auto. Ja. Das heißt, die Sachen, Fotogeräte, Koffer, Wäsche, alles, das musst du mitnehmen. Wie hast du denn die Alternativrouten dann gefunden? Das stelle ich mir auch nicht schwer vor. Nein, das ist clever. Das haben sie super clever gemacht. Wusste ich auch nicht. Habe ich mich auch immer gefragt als Fernsehzuschauer. Es gibt ein Roadbook. Okay. Und dieses Roadbook schlägt dir Routen vor. Wie immer im Leben.
Dann setzen sich alle ins Auto und fahren alle diese Routen. Und das funktioniert? Fahren auch Fans und so weiter oder fahren auch Zuschauer. Funktioniert. Es war ein wahnsinnig schöner, eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Ja. Ja. Also. Ich habe, könnt ihr mal, ich habe eine sehr, sehr interessante Sache gemacht. Ich habe mal während der Autofahrt aller zwei Stunden irgendwie ein Foto mal gemacht aus der Frontscheibe heraus. Das habe ich mal online gestellt auf meinen Online-Kanälen, wer das mir angucken will. Da siehst du, wo man hinguckt. Also es ist unglaublich, ja, wie man dann durch ein Land fährt und durch ein unbekanntes Land. Schön. Dass das der Beruf, der Sport, die Fotografie, ein unglaublicher Bonus. Ja, nun sind wir doch aber heutzutage gewöhnt, über Navigationssystem uns so über unbekannte Straßen führen zu lassen. Und du hattest jetzt ein Roadbook. Also ich kenne das ja auch von der Fotografie beim Rallye-Sport. Das ist ja auch genau so ein Stück Papier. Da stehen Korrekt. Die Abzweigungen drauf Korrekt. Und Ähnliches. Aber du sitzt ja nur auch noch alleine im Auto. Richtig. Und dann möchte ich euch auch noch kurz erklären, wir müssen ja unsere Bilder live anbieten. Wir machen das ja nicht irgendwann, sondern wir machen das ja live. Und dann bist du auf Bergetappen auf 2.500 Meter. Da ist einfach kein Internet oder kein Mobilfunk. Ja. Dann musst du irgendwelche Umwege fahren. Dann habe ich geparkt irgendwo mit dem Auto, damit ich von dort aus meine Bilder setze. Du bist selbst gefahren? Ja, klar. Oh, darf man niemandem erzählen. Manchmal auf den Knien und Kamera, dann schreiben die zurück. Deine Bilder sind nicht angekommen, abgebrochen und so weiter. Okay. Dann musst du irgendwo, dann weißt du, oh Gott, jetzt bin ich noch in der Stadt, muss aber in 2.5 Stunden auf dem Dorf sein und muss aber noch meine Bilder vom Start schicken. Das heißt, entweder bleibe ich noch in der Stadt, wo ich das 5G-Netz habe, noch eine halbe Stunde. Ja. Oder ich fahre los und dann auf einmal merkst du, jetzt wird das Netz schlechter oder schwächer oder gar kein Netz übers Land. Hat alles wunderbar geklappt. Lass mich mal zum Motorrad zurückkommen. Wie warst du da auf dem Motorrad drauf? Wie hast du dein Equipment gesichert? Wie hast du dich selber gesichert? Du musstest dich ja auf Fotografie Das war im wahrsten Sinne des Wortes ein heißer Ritt. Ich habe einen belgischen Motorradfahrer gehabt, Serge Dess. Der macht das schon ganz, ganz lange. Der ist unglaublich erfahren. Erstens mal muss der Motorradfahrer natürlich darauf achten, dass er immer den Abstand hält. Du kannst nicht irgendwann mal sagen, jetzt ist schönes Licht, jetzt fahren wir mal vorbei. Ja. Nee, der muss natürlich gucken, wann kann er passieren? Wann bekommt er das okay? Mhm. Alles diese Dinge. Wenn das Licht schön war, kann ich sagen, Serge, fahr mal vorbei. Nee. Sorry, geht jetzt nicht, darf nicht. Ja. Weil einfach die Kommissäre sagen, nö, jetzt kannst du mal nicht fotografieren, stell dich mal schön hinten an. Mhm. So, alles brutale Herausforderungen, ja, was man sonst, habe ich auch vorher nicht gewusst. So, du hast Kameras. Aber du weißt ja, der Motorradfahrer nicht, wo du hin willst oder wo du viel der besser, doch, viel mehr. Doch, der Motorradfahrer hat Gefühl dafür. Ah, okay. Der ist jetzt kein Fotograf, aber der macht ja. der weiß genau, jetzt kann was passieren, jetzt könnte eine Attacke kommen okay. und dann die Momente des Sports zu fotografieren, das ist das Einfachste. Aber du musst halt auch da sein. Ist ja mit Motivklingel sozusagen. So ungefähr. Ja. Und dann, ich habe auch, muss ich dazu sagen, ich fahre gerne Rad. Ich habe mich in den Radsport hineingedacht, aber wenn einer da schon Erfahrung hat, ich fotografiere Fußball, das wisst ihr, ja? Da weißt du, jo, jetzt könnte ein Tor kommen oder sonst was. Aber dann, da hast du rechts und links 34, nee, warte mal, was habe ich gehabt? Diese neue 11, 1435 ist, glaube ich, die neue, 1435, ja. die neue Linse ja. und 70-200. Was anderes kannst du gar nicht okay. fotografieren. Und dann noch einen Helm auf. Und dann wisst ihr ja, weißt du, wenn dann stößt du oben dagegen, ist gar nicht so einfach. Und dann fahren die und dann sagt der Kommissär, so, überhol mal, aber nicht mit 40, sondern mit 120. Jetzt gehört alles dazu. Jetzt kommen ja nochmal besondere Herausforderungen. Auf einen Top-Fotografen kommen ja Erwartungen zu. Ja. So wie du es bist, ich mache dir mal ein Beispiel. Jetzt. Die diesjährige Besonderheit gab es ja noch nie in 73 Jahren dieser Veranstaltungsserien, dass im Grunde genommen ein Team, Giro d'Italia, Richtig. Tour Jawohl. Und auch noch gleichzeitig La Vuelta gewonnen. Genau. Jumbo-Visma, das Team Jumbo-Visma. Genau. Und jetzt gibt es ja eine gewisse Herausforderung, dass du das auch im Bild festhalten willst. Richtig. Oder festhalten sogar musst. Richtig. Wie genau. kommst du denn einmal an die Information, dass es hier sich eine Sensation anbahnt? Und wie erreichst du denn auch, dass du zum richtigen Zeitpunkt, Zieleinlauf, tatsächlich an der Stelle bist und genau dieses Team fotografierst? Gut. Kleines Geheimnis, bisschen übertrieben. Ich war jeden Tag froh, wenn ich im Ziel rechtzeitig angekommen bin. Ja. Ja? Einfach so. Du fährst, sagen wir mal, durchschnittlich 150 Kilometer mit dem Auto. Es kann immer, wisst ihr, wer von A nach B fährt, wir sind jetzt in Hamburg oder wo auch immer, fährst du nach Berlin, sind es auch so und so viele Kilometer, kannst du sagen, oh, jetzt ist auf einmal ein Stau. Da haben sie auf einmal die Straße. Ich war jeden Tag dankbar, pünktlich da zu sein. Mhm. Das war einfach das Erste. Das Erste, wo ich gesagt habe, okay, losfahren, Bilder geschickt vom Start, ins Ziel, egal wann, pünktlich da sein. Und es hat immer geklappt, ich war nicht einmal zu spät. Mhm. Und immer ungefähr 1,5 Stunden vorher da. War wunderbar. Natürlich, die Radfahrer, die fahren einen Schnitt von 40, 50. Ja? Ja.
Aber wir Fotografen sind verantwortlich, oder mein Job war es, Bilder zu machen, Bilder zu senden, Bilder zu fotografieren reicht heute nicht. Du musst deine Bilder auch schnell. Wir bieten unseren Kunden die Bilder sofort an, unter einer Minute. Wisst ihr, habe ich erzählt, wie das funktioniert und sonst was. Da warten 20 Teams, Sekunden, ne, teilweise sogar. Halbe Minute, ganz genau. Die warten darauf, die, oder, und die Kunden, die Radteams, die unsere Bilder nutzen, oder auch der Gewinner oder auch andere haben unsere Bilder ganz oft genutzt, warten einfach darauf. Das heißt, du hast zwei Jobs beim Rad oder drei. Fotografieren, vergessen wir, ist klar. Pünktlich ankommen und pünktlich deine Bilder zu schicken. Diese drei Dinge. Ja. Jeden Tag, 28 Mal. Okay, haben wir geschafft. Lass uns mal zurück zum Technischen gehen. Ja. Gibt es ja irgendwie Kameraeinstellungen, wir sind ja auch technisch immer interessiert, wie du das technisch machst. Gibt es Unterschiede zu dem, was du liebe, ich habe mich in meine Kamera, in meine R3, ich fotografiere mit R3, bin kein ganz, ganz, ganz großer Freund von den langen Zoom-Linsen. Ich habe mich jetzt in eine Linse verliebt. Die hat mir das CBS-Service auf den Tag noch zugeschickt. Bin ich ja unglaublich dankbar. Ich hatte gefragt, ob ich eine... Ich war vorher auch noch nie beim Radsport im Finale. Da muss man natürlich vorstellen, wie es geht. Die Hälfte der Dinger waren Sprints. Da siehst du zweidimensional von vorne, nicht wer 5 cm weiter vorne im Ziel ist. Das heißt, da musst du zoomen. Dann kommt der letzte oder der erste in dem Fall bei irgendeiner Etappe mit Arme offen. Ich liebe meine Festbrennweiten, meine 604, mit der ich Fußball fotografiere, eine Traumlinse. Ja? Aber auf einmal bist du zu groß oder zu klein. Deswegen habe ich gefragt, Canon, hey, könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir eine Linse zur Verfügung stellen? Sie hat gesagt, mach mal, kein Problem. Kam einen Tag vorher an, von Deutschland, CBS-Service nach Barcelona. Wow, kam auf den Punkt. Ich habe schon geschwitzt. Wenn ich dann weitergereist wäre, hätte mir das Objektiv immer hinterher schicken müssen. Wäre ein bisschen schwierig gewesen. Kam pünktlich an, war wunderbar. Ich habe das mit dieser Linse, habe mich da wunderbar hinein fotografiert. 100, 500, eine Traumlinse dafür, für Radsport zu fotografieren. War, was ich auch nicht wusste, woher soll ich es wissen? Ich habe vorher nicht Radsport gemacht. Radfahrer gucken, wenn sie sprinten, nach unten. Haben den Kopf nach unten. Spanien, wisst ihr, Sonne. Das heißt, wenn der Radfahrer da unten guckt, meistens ist er im Dunkeln. Ja. Was machen? Wenn er dann 10 Meter vom Ziel sich aufrichtet, und die Arme breit macht zum Jubel, bist du zwei Blenden über. Das ist schwierig. Das stimmt. Ja. Zudem, lustige Sache, wer sich mit Fotografie auskennt, gibt es im Ziel, vor der Ziellinie und in der Ziellinie, 2 Meter, 3 Meter, Werbebanden, also die liegen auf der Straße. Ja. Reflexion, die reflektieren, die knallen dir das weiße Licht nach oben. Das heißt, der hat 5 Meter vorher dunkel, im Ziel hell und nach dem Ziel wieder dunkel. Alles schwierig. Bei solchen Aber es hat alles geklappt. Ich sag's nochmal, es hat alles wunderbar geklappt. Das glaube ich. Lass mich mal zusammenfassen. Du warst irgendwie 23 Tage unterwegs. 28 Tage. 28 Tage, 5000 Kilometer. Nee, so wie bei Gott. Mit Flugkilometern, ja. Mit Flugkilometern. Also die reine Strecke dauerte 3150 Kilometer. Da fährst du also ein bisschen mehr, also 3500 Kilometer. Rund gerechnet gefahren. Ja. 28 Nächte, 24 Hotels und dergleichen mehr. Ja, wie ernährt man sich da? Wie hältst du dich fit, dass du auch deine Leistung bringen kannst? Gib uns mal einen kleinen Einblick. Also Disziplin in jeglicher Form. Disziplin in jeglicher Form, ganz einfach. Ich habe das Glück, dass ich sehr gut schlafe, überall. Ich habe, mache nachher einen kleinen Vortrag hier noch bei euch auf der Bühne. Da gibt es auch ein paar Fotos, wie ich eingeschlafen bin. Ich habe dann andere von mir fotografiert. Klar, man muss sich das auch gönnen. Ja. Man muss, wie auch immer im Leben, Disziplin, man muss einen Rhythmus haben, man muss, um mich machen sich vielleicht andere Gedanken, ich nicht, ich mache mir um die Technik Gedanken, dass die Technik jeden Tag funktioniert. Ja. Nicht nur ich muss jeden Tag funktionieren. Wie gesagt, ich hatte vorhin schon gesagt, Akkus, brutal wichtig. Ja, absolut. Wir waren auf dem Land, wir waren auf dem Berg in Andorra. Ja, da waren es 8 Grad. Und da waren wir in Saragossa, da waren es 44 Grad. Das ist für den Akku auch ganz schlimm, ne? Der hält dann auch. Vor allen Dingen senden wir alle Bilder aus der Kamera. Das heißt, wir haben teilweise, lange, lange Zeit gesendet. Ja. Und das ist ganz normal. Der saugt Akku. Und dann hast du natürlich nicht irgendwo im Auto, können wir nicht unbedingt laden, sondern nur im Hotel. Diese kleinen Dinge, die sind lustig, die machen Spaß. Das sind tägliche Herausforderungen. Und dann gibt es auch andere Dinge. Wenn mal was kaputt gegangen wäre, irgendwo in so einem Bergdorf, da kriegst du nicht irgendwie einen Canon-Service. Ja, wäre schön, ist aber nicht. Aber wie gesagt, anderes Problem noch, ganz kurz nochmal erklärt, weil ich darauf immer mit großen Wert lege, das zu erklären, wir senden ja auch aus der Kamera. Ja, wir senden unsere Bilder, du hattest es gesagt, Mustafa, wir senden unsere Bilder aus der Kamera, halbe Minute, manchmal ein bisschen länger.
in verschiedensten Bergetappen auf 1500 Meter, 2000 Meter, 2500 Meter. Da gibt es gar kein 5G. Da ist gar nichts. Da ist im Sommer, da ist tot. Ja. Dann war Movistar, das ist die Telekom aus Spanien, ja, Sponsor von einem Team. Die haben dort 5G-Masten aufgestellt. Das waren für mich die Helden. Das waren für mich die Götter. Mein Gott, jedes Mal habe ich denen gesagt, Wahnsinn, vollen Aufschlag. Und dann haben die sich gefreut. Ich habe gesagt, Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Weil das frisst übrigens auch extrem Akku. Ja? Das kostet eine unglaubliche Akkuleistung. Wir haben Bilder geschickt und ohne diesen Support von solchen kleinen Dingen, ja, das ist Wahnsinn. Also es ist komplex. Es ist das Komplexeste, was es gab. Was würdest du sagen? Was ist entspannter? Fußball oder Radrennen? Mit euch quatschen ist entspannt. Das ist doch entspannend. Das ist nee, gute Fußball ist einfach. Ich mache Fußball schon ganz lange. So lange. Es ist einfach und es ist vorhersehbar. Du hast fast immer das gleiche Licht. Ja, also du hast auch immer die gleichen Hintergründe, Bandwerbung. Ja, ja, ja. Du weißt, was passieren könnte. Jeder versteht Fußball. Radsport verstehst du manchmal nicht. Warum einer an dem Tag der Topmann ist und am nächsten Tag einfach schlecht, schwere Beine hat oder wie man sagt, passiert. Es ist faszinierend, aber, und das ist das Schöne, es ist komplex. Und ich habe immer gesagt, die Fotografie und alles drumherum hält uns im Kopf fit, hält uns wach, macht uns gesund, hält uns wach, hält uns gesund, hält uns sportlich, hält uns fit. Hat das diese wunderbare Zeit gebracht. Alexander, ich könnte noch wirklich eine Stunde und möchte auch so gerne eine Stunde mit dir weiterreden. Aber wir reden über anderes. Wir müssen zumindest die Mikrofone ausschalten. Schade aber auch. Ganz kurz, ich wollte nur mal erklären, man sitzt oder man schaut auf das Fahrerfeld, was im Fernsehen läuft, auf Teleschirmen oder auf Screens. Mhm. Dann guckst du und siehst, wie sich das verfolgt wie sich das verändert. Und dann hoffst du irgendwie, sagst, wow, jetzt kommt einer alleine. Wenn einer alleine kommt... Mhm. Weißt du, dann kommt er ins Ziel, dann macht er die Arme breit und jubelt. Ja. Easy. Wird jeder nochmal ein scharfes Foto machen. Und dann holen sie den, bereitest du alles vor. 400, 300, 70, 200 oder wie auch immer. Stellst das Licht ein. Und dann kommt 2 Minuten vorm Ziel am Berg, holt das gesamte Fahrerfeld den ein. Und dann ändert sich in der kürzesten Zeit alles. Alle Voreinstellungen, wo du sagst, wow. Oder auf so einem Bergdorf da oben. Jetzt ist schön sonnig. Und auf einmal sagst du, wunderbar, bleib mal auf 200 ASA, keine Ahnung, 1004. Und auf einmal kommt eine Wolke und sonst was und Nebel. Ja. Gehst du hoch auf 3000. Ganz kurze Sache noch letztes. Ich habe noch nie in meinem Leben über 4000 ASA benutzt. Ja. ISO oder ASA. Wer immer. ISO. Ich habe dort Barcelona, das erste Rennen, Zeitfahren. 12.800. Oh. Regen. Barcelona war noch nie Regen. Irgendwie die letzten 4 Monate hat es nie geregnet. An dem Tag hat es geregnet. Muss sein, an dem Tag muss es sein. Wahnsinn. Ich habe mich immer geschämt, so hohe ASA-Zahlen. Ich weiß, das ist für euch alles gut. Ich bin Technik-Fetischist. Ich liebe Qualität zu liefern. Mhm. Ich habe das genutzt, weil es einfach so arschdunkel war. Ich muss einfach mal sagen, uns hat perfekt funktioniert. Mhm. Perfekt. Sehr schön. Alexander, vielen Dank. Das kann man leider nicht erzählen. Da fehlen mir auch die Worte. Das muss man mal erlebt haben. Da muss man mal sagen, wow, jetzt ändert sich alles. Vielleicht können wir dich mal begleiten an so einer Stelle. Jederzeit. Wäre gut. Müsst ihr Mut haben, Jungs. Und fit sein. Ich bin dabei. Ich freue mich drauf. Alexander, vielen Dank, dass du bei uns warst. Bis bald. Du bist ja noch auf der Canon Stage hier im Einsatz. Gibt ja auch noch einen Vortrag von dir heute. Mit Bildern sogar. Also wer hier uns hört, muss schnell vorbeikommen. Herzlich willkommen. Oder später dann. Ich freue mich auf euch. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Danke. Bis dann. So, da sind wir in der nächsten Runde und ich freue mich wieder ganz besonders, ich sag mal schon einen alten Gast in jungen Jahren, wieder bei uns zu haben. Herzlich willkommen, Lorenz Holder. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein und schön, dass du da bist. Ja. Danke für die Einladung. Lorenz, wir kennen ja alle den Spruch, mittendrin statt nur dabei. Das ist für alle Sportfotografen wichtig, das eigentliche Objekt ganz, ganz groß abzubilden. Aber du bist... komplett anders. Du bist komplett opportunistisch, oder? Naja, sagen wir mal so. Ich bin auch gern mittendrin, aber ich finde, wenn man fotografiert und man ist in einer tollen Umgebung, in den Bergen oder irgendwo in einer schönen Landschaft, warum soll ich dann da nah hingehen und nicht das Schöne außenrum zeigen? Es ist doch, ich weiß noch, ich war das erste Mal in Norwegen und dachte mir, och, da
was für eine Landschaft. Ja, komm, das muss man ja zeigen. Ja komm, aber du verweigerst komplett den Einsatz unserer tollen Teleobjektive. Ich mag es einfach, wenn man so einen Schritt zurücktritt und das große Ganze zeigt. Also es ist wirklich großartig. Das sind ganz ungewöhnliche Bilder. Das ist ein ganz eigener Bildstil, den du da entwickelt hast. Wirklich bemerkenswert. Alle, die es nicht kennen, den kann man eigentlich nur empfehlen, dringend mal auf deine Homepage zu gucken, weil es ist schon was wirklich ganz, ganz Besonderes. Die Perspektiven, die Größenverhältnisse, sehr schön. Ja, du hast es schon angeschnitten. Was reizt dich an diesem Fotografiestil am meisten eigentlich? Was ist so die Herausforderung, die du letztens? Also wie schon gesagt, das große Ganze, wenn man in einer schönen Location ist, finde ich, ist es toll, diese schöne Location auch zu zeigen. Das kann in der Landschaft sein, das kann aber auch architektonisch sein. Einfach die Gesamtheit zu zeigen. Und das dann mit Actionsport zu kombinieren, das ist, glaube ich, so, was mir am meisten Spaß macht. Und glaube ich so, ja, ich glaube, das ist einfach, ich sehe was und dann bin ich fasziniert von dem. Also entweder Architektur oder Landschaft. Ja. Und dann muss ich das einfach so in meinem Stil irgendwie umsetzen. Ich denke, das schätzen deine Kunden dann auch an dir, ne? Dass du da irgendwie was siehst, was andere vielleicht nicht sehen in dem Moment oder zeigst, was andere nicht zeigen würden. Also ich glaube, was ich, ich wurde mal oft gefragt, so, warum bist du nicht noch weiter zurückgegangen oder warum zoomst du nicht weiter rein? Also genau diese Grenze zu finden, ab wann ist man zu weit draußen und wann ist man zu nah dran? Also ich sag dann, ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Gefühl, wo so diese Grenze liegt. Und für mich ist einfach auch immer entscheidend, dass man noch erkennt im Actionsport, was der Athlet für einen Trick macht und dass der Trick, den er macht, dass der noch on point ist. Ja. Also das ist, glaube ich, so immer sehr wichtig, dass man das noch erkennt. Wie machst du das eigentlich mit der Koordination, wenn du mit dem Artisten da, du musst ihn ja irgendwie koordinieren. Wie sprecht ihr euch da ab, wenn der mal ein bisschen weiter weg ist? Und er ist ja oft weiter weg. Also es ist schon vorgekommen, dass wir telefoniert haben, dass wir da über Handy uns abgesprochen haben und dann funktioniert das auch viel über Handzeichen, dass man, man arbeitet ja oft zusammen und hat so eine Routine, so dass man irgendwie so ein Okay gibt und nee, so geht noch geht nicht, warte noch oder da es kommt gerade eine Wolke, wir brauchen noch 5 Minuten, das ist so interessant, ja. Ja, da, laut rufen hilft auch ganz gut. Ja, wobei manchmal sind die Bilder so Miniatur, die eigentlichen Objekte, so, dass man, das dürfte schon schwer sein, dann Kontakt aufzunehmen, oder? Es also muss laut rufen und es ist ja immer noch meistens an ruhigeren Orten. Also selten, dass wir mal in der Fußgängerzone fotografieren oder sowas, aber in der Natur, da kann man sich schon ein bisschen Gehör verschaffen. Aber was hast du denn dann für Objektive im Einsatz? Ich glaube, am meisten benutze ich das 70-200. Ah ja, das ist wirklich. Also würde man jetzt nicht glauben. Ne, wenn man würde man nicht glauben, aber es ist, also würde ich so intuitiv in meinen Rucksack greifen, wäre es, glaube ich, das, was ich zuerst drauf mache. Und was ist so die zweite Wahl? Was benutzt du am zweithäufigsten? Ich glaube, das 24-70. Ja, okay, sehr schön. Interessant. Nee, 28-70. Ah, okay. Noch besser. Ja. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach angesprochen, die Locations, die du auswählst, sind ja so ein bisschen mit der Schlüssel des Erfolgs deiner Bilder. Wie gehst du denn auf Location-Suche? Wie findest du diese spannenden Hintergründe, diese spannenden Bergzüge oder meinetwegen auch die Eisenbahntunnels, in denen du ab und zu mal fotografierst? Hast du da einen Trick? Also ich glaube, wichtig ist, dass man da einfach ein bisschen aus seiner Box rauskommt und über den Tellerrand guckt. Das heißt, ich schaue mir Architektur-Websites an, Landschaftsfotografien. Also ich versuche nicht im Actionsport mich schlau zu machen, sondern das große Ganze zu sehen. Und dann auch, was ich wahnsinnig gerne mache, ist einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Also überall findet man im Verdeckten Orte, die einen faszinieren. Und oft ist es auch so, dass man vielleicht eine andere Perspektive braucht. Das heißt, man kann auch mal mit einer Drohne hochfliegen und sieht auf einmal eine ganz andere Welt, als wie man, wenn man sie vom Boden aus sieht. Und also ich glaube, mit offenen Augen durch die Welt gehen und sich von anderen Kunstarten inspirieren zu lassen. Also im Grunde genommen erst die Landschaft, die Location und dann guckst du, was kann denn da drin fahren, springen, reiten oder sonst was. Es sind oft ja auch so die ganz einfachen Sachen. Ja. Also
ich weiß noch, ich war mal in Norwegen in einem Skigebiet und es war so neblig, dass das Skigebiet einfach zu hatte. Wir waren da ganz oben auf dem Gletscher und alles zu, ganz weiß. Und dann gab es aber diesen tollen Lift. Es war einfach nur so ein Schlepplift mit so A-förmigen, wie sagt man, Liftstützen, die sich dann so in der Flucht im Nebel verloren haben. Ja. Und habe gesagt, das sieht doch total toll aus. Bevor wir jetzt einen Kaffee trinken gehen und auf besseres Wetter hoffen, machen wir da ein schönes Schwarz-Weiß-Bild, wo da so ein Snowboarder durch diese Liftstützen springt. Und das ist, glaube ich, so einfach, da muss man halt ein bisschen offen sein. Mhm. Und auch an den Tagen, wo man denkt, heute geht gar nichts, versuchen, irgendwas zu machen. Wie ist das, wenn du jetzt mal länger fährst, also deine Location irgendwie weiter weg ist? Siehst du das Bild schon, was du haben willst, oder probierst du vor Ort aus, was funktioniert oder was nicht? Das sind so zwei Ansätze, glaube ich. Ich glaube, der eine ist, da sehe ich eine Location und habe instinktiv sofort das Bild, das finale Bild im Kopf, wie ich es mir vorstelle, cool, und versuche das dann nur noch umzusetzen. Also ich fahre dahin, stelle es mir genauso vor und versuche alle meine Puzzlestücke so zurechtzulegen, dass ich dann dieses Bild auch hinkriege. Aber wie gerade gesagt, dass mal in so einem Skigebiet einfach der Nebel durchzieht, das kannst du natürlich von zu Hause nicht planen. Klar. Da musst du dann einfach spontan reagieren und dann eben die Sachen sehen. Ja, das sind so zwei verschiedene Ansätze, die mir beide eigentlich genau gleich viel Spaß machen. Sehr interessant. Ja. Lorenz, wir lassen dich hier natürlich nicht von unserer tollen Interview-Couch, ohne von dir ein paar Informationen zu deinem letzten Riesenprojekt, das mit mehreren Partnern zusammen organisiert und durchgeführt wurde, zu erfahren. Du bist noch nicht so weit, dass deine Bilder im Museum hängen, würde ich mal sagen, aber du bringst Bilder aus dem Museum mit. Erzähl uns doch mal was davon. Also ich war in London im Natural History Museum. Das ist dieses unglaubliche Museum mit den ganzen Dinosauriern, Fossilien, tollen Objekten einfach. Und ich habe dort Skateboarden fotografiert. Und ja, es war ein interessantes, faszinierendes Shooting. Vor allem das Lustige war, das ist ja tagsüber immer noch ein Museum. Also das heißt, bis 6 Uhr abends ist da ganz normaler Publikumsverkehr. Und ab 6 Uhr durften wir das Museum übernehmen und haben dann meistens so von 6 Uhr abends bis 5 Uhr morgens fotografiert, eine Woche lang. Und ja, ich kam dann mit einem heftigen Jetlag aus London zurück. Sehr schön, ja. Es sind tolle Bilder entstanden auf jeden Fall aus diesem Projekt. Ich dachte, ich frage jetzt mal im Naturkundemuseum an, ob ich da auch mal nach den Öffnungszeiten rein darf, aber ich vermute mal, das geht nicht ganz so leicht. Ich vermute nicht. Ihr hattet also eine ganze Organisation dahinter, da waren mehrere Firmen dran beteiligt, unter anderem natürlich auch Canon. Genau. Die das Ganze nicht nur organisatorisch, sicherlich auch versicherungstechnisch abgesichert haben. Ihr springt ja da über Dinosaurierknochen, die doch bestimmt ein bisschen was wert sind, oder? Denkt man. Natürlich springt man nicht über ein paar Millionen alten Dinosaurier drüber. Das wäre ja irgendwo schon auch verantwortungslos. Das Museum hat, wenn wir so einen Talk machen und die machen mal eine Fernsehmoderation, haben die so einen gefakten Dino. Mhm. Und den schieben sie dann immer auf die Bühne und der steht dann so im Hintergrund. Okay. Und genau diesen Fake-Dino haben wir verwendet für das Skateboard-Foto. Ah ja, sehr schön. Ja, Lorenz, vielen Dank, dass du uns da Einblicke gegeben hast, dass du heute unser Gast warst. Wir würden dich natürlich gerne noch ein bisschen mehr fragen, aber leider haben wir nicht viel mehr Zeit. Von meiner Seite danke, dass du da warst und ich hoffe, wir sehen uns mal bei der einen oder anderen Veranstaltung auch wieder und vielleicht nochmal beim Podcast. Du warst schon mal unser Gast. Ja. Wir laden dich herzlich nochmal ein dazu. Immer wieder gern. Ja. Immer gern euer Gast. Ja. Viel Spaß hier auch noch beim Live-Shooting. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Danke. Bis Lorenz. Ciao. Dankeschön. So, zum Abschluss des heutigen Tages kommen wir nun mit doppelten Gästen sozusagen. Einer allein reicht uns nicht mehr. Herzlich willkommen, Carmen und Ingo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sind. Dankeschön. Danke. Ihr seid ja im weitesten Sinne spezialisiert auf das Thema Hochzeitsfotografen, Hochzeitsfotografie, kümmert euch aber auch natürlich um das Thema, wie kann ich mit der Hochzeitsfotografie denn auch überhaupt noch ein Geschäft betreiben? Weil es gibt ja so viele Leute, die plötzlich eine Kamera haben und die damit rum
fotografieren. Da geht es ja um das Thema, wie differenziere ich mich von anderen? Wie kann ich mein Geschäft erfolgreich aufbauen? Und dazu wollen wir heute ein bisschen mit euch plaudern. Ja, und ihr macht ja Fotografie und Videografie. Wie ist da das Verhältnis? Macht ihr mehr Fotos oder eher mehr Videos oder 50-50? Wir sind hauptsächlich immer Fotografen, Fotografin. Ja, also das ist unser Hauptauftrag, würde ich jetzt mal sagen. Aber es buchen bei uns mittlerweile, würde ich sagen, fast 80% der Kunden auch Video dazu. Ja, okay. Also bei Hochzeiten ist es sehr stark geworden in den letzten Jahren. Wir machen das ja seit 2009, seit Canon die 5D Mark II gebracht hat, haben wir uns dem Thema schon parallel gewidmet, dass wir zu den Fotos einen Mehrwert anbieten können. Ja, das, da haben wir auch sehr viel schon unterrichtet. Und das Interessante ist auch, dass wir jetzt hier auf den Bühnen auch oft die Frage stellen, wer macht denn das so in der Form? Und der Markt hat noch viel Bedarf dafür, dass da auch Awareness geschaffen werden kann. Und über die Jahre bei uns waren schon so, es ist halt einfach ein gutes Add-on. Wir sind schon gebucht, wir sind da, wir haben ein Zimmer zum Schlafen. Der Endkunde hat eigentlich nur Vorteile, wenn er sagt, er nimmt das nur mit. Ja. Und wir haben mehr Umsatz dadurch und der Kunde hat mehr Wert. Ja, für alle. Ich entnehme deinen Worten, ihr kennt da auch einen Wandel an den Anforderungen oder an den Wünschen der Kundschaft, dass man mehr Video haben möchte, um sich selber nochmal anders zu präsentieren oder warum? Naja, also der Videograf an sich ist eh nicht so weit oben in der Buchungsliste normalerweise. Also der Fotograf steht in der zeitlichen Historie eher drüber. Also sprich, wir haben die Location vielleicht zuerst, das Datum. Und dann ist eigentlich schon bald einmal der Fotograf. Und über viele denken über Video gar nicht so nach. Mhm. Aber was wir eben schulen und was wir den Leuten auch nahelegen, ist, das aufs Tapet zu bringen, zu sagen, hey, wir sind jetzt mit einem Foto, wir sind schon in einer Kundenbeziehung, ihr habt uns gebucht für Fotos, habt ihr denn ein Interesse am Video? Und die denken vielleicht gar nicht so sehr überhaupt dran, ein Video zu nehmen. Ja, ja. Und dass es die Möglichkeit dann gibt, ist eigentlich dann das, wo wir als Fotografen dann auch punkten können. Die Leute, die ihren Videografen buchen, buchen ihren Videografen. Ja. Wie macht ihr das dann? Macht einer nur Video und einer nur Foto oder teilt ihr euch das da auch? Irgendwie? Wir machen immer beides, weil wir die ganze Reportage auch mit Video abdecken. Das heißt, wir sind ja meistens getrennt voneinander beim Getting Ready zum Beispiel bis hin zu entweder First Look oder in der Kirche oder bei der Location, wo wir halt hinkommen, dass wir uns da wieder treffen. Bis dahin machen wir natürlich beides. Dann würde ich sagen, es ist eher so, dass ich mehr für die Fotos zuständig bin und der Ingo dann eher mehr Videos macht, würde ich sagen, weil also sonst läuft man halt in der Gefahr, dass es wirklich so ist, dass beide ein Foto haben oder beide ein Video haben oder sowas. Ja, genau. Also wenn wir zu zweit an einem Ort sein, dann ist die Tendenz mehr, dass ich Video mache. Viele haben auch das Problem, ja, ich bin ja allein. Ja. Und das probieren wir denen auch zu nehmen, weil tatsächlich ist der Tag schon sehr lang. Also es ist und es ist einfach nur eine Schulung, wie lang küssen sich die jetzt bei der Trauung oder wie lang lassen sie sich Zeit mit dem Ringwechsel, sodass wenn ich jetzt, sagen wir, ich habe zum Beispiel eine R5 und eine R6 Mark II, die R6 Mark II mit einem 2870er drauf, das läuft auch durch in brisanten Situationen, sprich ich habe jetzt zum Beispiel Ringwechsel irgendwas oder Einzug zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel, beim Einzug mache ich mit der R5 Fotos, mache ich klack, 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 habe währenddessen aber die R6 durchlaufen, das heißt, die brauche ich nur herhalten oder ich kann sie sogar übereinander halten, man kann sich auch was Kleines oben drauf nehmen, was nicht, eine GX7 oder ich kenne mich jetzt nicht bei jeder Bezeichnung hundertprozentig aus, was aktuell der Stand ist, aber die Teile machen ein richtig gutes Video und da kann ich mit dem Blitzschuh oben drauf nehmen. Punkt, fertig, ist erledigt. Bin ich alleine, mache Video und Foto parallel. Mhm. Warum nicht? Und das Endprodukt ist dann ein Highlight-Film oder was ist das? Verschieden. Also wir haben meistens bis zu 5 Minuten Highlight-Trailer. Mhm. Es gibt aber größere Projekte, wo man dann auch bisschen mehr noch brauchen außenrum. Vielleicht nehmen wir dann noch eine dritte Person mit. Ja. Das sind dann so 8 Minuten Feature-Film. Da kann man halt mehr reinpacken. Ja, ansonsten ist bis 5 Minuten natürlich schon limitiert. Und was ganz Schnelles, 60 Sekunden für Instagram. Interessant. Ja. Wisst ihr, was eure Kunden mit dem Film dann machen? Wir hoffen, anschauen. Ja, okay. Aber das guckt man sich dann einmal an. Bilder holt man ja immer wieder mal vor. Oder man hängt sie an die Wand oder man veröffentlicht sie in sozialen Medien oder ähnliches. Aber ja, so Video wohl auch. Ja, also Video geht ja auf Instagram gut zu posten und so, das machen die Leute schon. Ich glaube, dass du das sogar relativ öfter anschaust. Ja. Also wir schauen unser Hochzeitsvideo fast öfters an als unser Album, witzigerweise. Ja. Und wir haben ein Handyvideo. Also wir haben damals, wir hatten keinen Videografen oder irgendwas. Wir haben wirklich, da sieht man einfach, dass es gar nicht so wichtig ist, was dann da, also mit was es gemacht worden ist, oder dass man sich oft nicht dran traut und sich denkt, okay, das kann ich nicht, ich kriege das nicht hin, ich kann keinen Hollywood-Trailer machen. Ja. Darum geht es aber gar nicht, es geht um die Emotionen und um die Momente, die man einfängt. Und da
da ist es oft gar nicht so wichtig, was das Trägermaterial ist quasi oder was es darüber bringt, sondern was du halt als Emotion davon bekommst. Wie groß ist denn der Nachbearbeitungsaufwand dann für euch? Bei Video? Bei Video und beim Film. Das haben wir schon seit 2012 outgesourced. Also wir sind in vielen Bereichen so optimiert, dass wir nur Dinge selber machen, die wir tatsächlich selber machen müssen. Also sprich fotografieren, das Business am Laufen halten. Aber ich persönlich, das würde wirklich das Geld verbrennen, würde ich mich selbst hinsetzen und zusätzlich noch im Videoschnitt so arbeiten, wie es eigentlich notwendig wäre. Da lasse ich doch lieber budgetiere ein, dass ich mir Dienstleister hinzuziehe, die das machen. Wird in Zukunft stark KI unterstützt werden, da auch der Videoschnitt und so weiter. Es gibt online viele Firmen, die Dienste diesbezüglich anbieten, etc. pp. Also wenn ich mir jetzt hinsetze mit meinem Stundensatz, den ich mir selber kalkuliert habe intern, dann wird es richtig teuer, das Video selber zu schneiden. Und ich bin nicht so gut, ja, weil ja das ist nicht mein Tagesgeschäft. Ja. Wie bleibt man eigentlich kreativ, wenn man jetzt unter Erfolgsdruck steht? Also man hat jetzt eine Hochzeit. Klar, man muss das mitnehmen, was da präsentiert wird, aber wie bringt man da seine eigene Kreativität noch mit rein? Was könnt ihr da unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen? Das Schöne finde ich an Hochzeiten ist ja, dass es immer anders ist. Deswegen lieben wir das eigentlich, weil es ist wirklich jedes Mal Überraschung, ist jedes Mal anders. Du hast immer anderes Licht, andere Menschen, andere Umgebung. Wir sind immer bei anderen Locations, wir sind ganz selten bei der gleichen Location. Ja. Und das ist eigentlich so cool, weil du musst immer oder du darfst immer mega kreativ sein. Du darfst immer das Beste aus dem Licht, aus der Situation, keine Ahnung, was rausholen. Wenn wir zwei oder dreimal bei der gleichen Location sind, wird es uns fast zur Fahrt. Ja? Also wenn wir das hätten, würden wir uns auch immer challengen mit irgendwas Neuem, glaube ich. Ja. Aber wir versuchen halt Dinge umzusetzen für uns. Da gibt es ja eben dieses ein Shot für dich, ein Shot für mich quasi. Also da gibt es den Oma-Shot, dieses geradeaus in die Kamera schauen, was trotzdem immer wieder gefragt ist, was auch voll in Ordnung ist, was eine Daseinsberechtigung hat. Und da gibt es wieder Sachen, die wir für uns machen, aber den Kunden meistens auch super gut gefällt. Das ist eher so. Und dann bleibt man auch gern kreativ. Ja. Da arbeitest du mal ein bisschen mit vielleicht irgendwelchen Sachen, die du zwischenhaltest, Prismen, ein bisschen den Ausschnitt anders wählen, einfach ein bisschen crazy sein in der ganzen Sache, nicht immer alles, jedes Bild muss tech sharp sein mit den Kameras, die wir heutzutage kriegen, ist ja alles sogar bei Ofenblende alles auf 5 Meter tech sharp und dann bringt man halt eigentlich bewussterweise wieder ein bisschen so dieses softe Gefühl ein bisschen zurück. Dreamy. Genau, ja. Gerade bei Getting Ready, glaube ich, ne? Ja, also immer mal wieder ein bisschen was und das ist so, also ich bin jetzt nicht der brutalst kreativste Mensch überhaupt, bei mir ist eher das Business der ausgeprägtere Teil. Deswegen ergänzen wir uns da wahrscheinlich auch in der Sache ganz gut. Und aber die Carmen macht halt in ihrer Freizeit auch viel andere kreative Sachen, die sie braucht. Ja, also genau, ich glaube, kreativ sein ist ja nicht nur auf die Fotografie festgelegt, sondern man kann ja kreativ sein in allen möglichen Varianten. Und ich glaube, das ist im Allgemeinen wichtig. Wichtig ist ja, dass man sich nicht so zumacht, dass man nur noch abarbeitet, dass man nur noch in so einem Hamsterrad hängt. Weil dann wird der Job anstrengend und dann ziehst du es auch nicht lang durch. Dann bist du in 2-3 Jahren und sagst, okay, irgendwie war das nichts für mich mit der Selbstständigkeit und dann bist du wieder weg. Ja. Sondern dass man sich wirklich Luft lässt, um kreativ zu sein, um manchmal auch einfach nichts zu machen oder in die Luft zu starren oder die Natur genießen oder keine Ahnung, was jeder halt so möchte, damit man auch die Kreativität nicht verliert und einen Spaß an der Sache. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Sehr schön. Ein Stichwort habe ich gerade schon aufgeschnappt und das war das erste Mal aus dem Munde einer Hochzeitsfotografenfamilie, sage ich mal, KI. Künstliche Intelligenz spielt für euch jetzt schon eine Rolle. In welchem Umfang, würde mich mal interessieren? Eine große Rolle. Ja, da haben wir gerade eben einen Vortrag darüber gehalten. Da gibt es viel zu sagen. Also wir nutzen KI in vielerlei Hinsicht für uns. Ja, wir lassen Texte schreiben. Wir brainstormen mit ChatGPT, wenn wir irgendwas brauchen. Wir haben eben, wie der Ingo schon gesagt hat vorher, wir lassen mit der KI unsere Bilder bearbeiten. Mittlerweile kann man sich die Bilder schon aussuchen lassen. Also es ist wirklich eine extreme Erleichterung und wird jetzt so dermaßen schnell auch. Also du bist ja dann mit 1000 Fotos in 20 bis 30 Minuten fertig. Das ist ein Wahnsinn, wenn man sich das mal früher überlegt hätte. Also für uns extrem hilfreich. Absolut. Also wir sind auch mit einer Firma verpartnert, Imagine AI heißt die, da haben wir mit 20.000 Bildern und mehr unser Profil trainiert. Das heißt jetzt dann auch zum Beispiel auf Hochzeiten direkt haben wir mit einem Rate-Button von der Canon, den wir ja seit einigen Jahren geschenkt bekommen haben. Früher haben wir händisch eben die Bilder dann bearbeitet mit unseren Presets und jetzt dann haben wir daraus Profil generiert. Das heißt, wir raten direkt am Hochzeitstag auf der Kamera
Bilder, die kopieren wir während dem Essen auf dem Laptop. Alle Bewerteten schicken wir in die Cloud zum Bearbeiten und nach 10 Minuten schicken wir sie aufs iPad und dann haben die Leute fertige Bilder zum Schauen. Also das ist ein Workflow, der macht richtig Spaß und haben wir schon seit es das iPad gibt, mehr oder weniger, aber jetzt halt nochmal schneller, weil wir KI-unterstütztes Editing haben und von der grundsätzlichen Bearbeitung natürlich. Also KI eindeutig ein Segen für euch. Absolut. Im Moment, also gerade in unserer Branche, wir sind eine sehr emotionale Branche, dass wir jetzt ersetzt werden, so schnell sehen wir nicht. Ja, also das ist einfach, das ist gerade nicht möglich, glaube ich, oder ist schwer zu denken, sagen wir so, wer weiß, was passiert, aber im Moment halt nicht. Deswegen versuchen wir da nicht zu Anti-KI zu denken, sondern wirklich zu sehen, okay, was kann man damit machen und was kann uns da weiterhelfen. Es gibt allein schon ganz viele Apps, die du nutzen kannst, weil es gibt ja Leute, die sagen, wow, Reels, das ist so anstrengend, kann ich nicht oder so. Es gibt mittlerweile Apps, da gibst du einfach, ladest du dann irgendwie deine 7 Fotos hin, die schneidet es genauso, wie du es haben willst, kreativ zusammen und dann danach lässt ChatGPT einen Text dazu schreiben und das kannst posten. Also mittlerweile ist es wirklich richtig cool. Das stimmt, ja. Ja. Wow. Also, ihr kommt ja von der Verarbeitungsgeschwindigkeit her wirklich schon fast an die Sportfotografen ran. Bin zutiefst beeindruckt. Die streamen direkt in die Agentur. Also dann haben wir wirklich einen tiefen Einblick bekommen in das, was ihr macht. Ich glaube, tief war er nicht, aber er war hochgradig interessant. Er war hochgradig interessant. Die Überschriften habt ihr geliefert und ich verstehe jetzt auch, warum ihr so erfolgreich seid, weil ihr arbeitet ständig an den Abläufen. Zeiten der Fotobox, habe ich so den Eindruck, sind vorbei, wo das noch etwas Neues war, sondern man muss sich wirklich was Neues, was Zusätzliches einfallen lassen und dass daraus ein erfolgreiches Business wird, wie bei euch, das kann ich jetzt gut nachvollziehen. Ja, also wir können uns ja beschweren, Erfolg ist natürlich eine Definitionssache, was ist Erfolg für jemanden? Ja, für uns ist Erfolg mittlerweile sehr viel einfach Freiheiten mit Familie, Zeit verbringen, das war früher anders definiert. Aber in dem Sinn fühlen wir uns erfolgreich, ja. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart und weiterhin viel Spaß und Erfolg hier auf der Messe. Ne? Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, danke. Und euch alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war's für diesmal. Canon Academy Radio sagt danke fürs Anklicken und Zuhören. Weitere Podcast-Folgen und alle Angebote der Canon Academy findest du unter academy.canon.de.